Hallo, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ihr seht hier schon, wir haben hier unsere Washi-Tape-Sammlung zum Thema Weihnachten. Wir haben mal ein bisschen sortiert und unsere Weihnachts-Washi-Tapes rausgesucht. Also, wir hätten nicht erwartet, wie viel das dann doch ist. Ja. Wir haben die gerade alle hier hingelegt und haben uns also wirklich gewundert, wie viele Weihnachts-Washi-Tape wir haben. Und ich habe hier so ein bisschen auf der Seite meine. Hier, das sind so ein bisschen eher Evas, aber wir sind da auch nicht so streng. Wenn Eva mal von mir welche benutzen möchte, darf sie das auch sehr gerne. Und wir teilen uns die auch ein bisschen. Und ein paar haben wir auch beide, also doppelt, ne? Die hier, genau, wir haben welche doppelt. Und die beiden hier in der Mitte, die haben wir geschenkt bekommen. Die waren bei der Fanpost dabei, die gehören uns auch beide. Das ist hier einmal so ein dunkelrotes mit 5 Sterne Geschenk steht da drauf. Und dann ist das nochmal so ein einfaches rotes, was man auch noch sehr schön beschriften kann. Ja, und ein Fussel aus der Mitte. Das sind die beiden also in der Mitte. Aber zum Beispiel die jetzt hast du ja auch, ja, genau, ne? Ich habe die auch. Genau, ich habe das mit der Eule habe ich auch, ja. Das waren so Pakete, die wir beide haben, ne? Ja. Auch sehr schön. Die brauchen wir uns also nicht teilen, weil wir die jeder haben. Ja, wir wollen was machen. Sollen wir mal ein bisschen vorstellen? Ja, genau. Ich fange einfach mal hier vorne an. Das hier ist ein Dreierpack, das ist von Action. Genau, von diesem Jahr. 79 Cent kostet das und da sind eben 3 schöne Sorten drin, entweder die hier oder die hier und ich glaube, es gab auch noch ein paar andere. Wir haben uns hier eine Packung gekauft. Hier einmal mit Weihnachtsbäumen, dann mit Nikoläusen und hier einfach dieses im Zuckerstangen-Look rot-weiß gestreift. Ich habe hier auch die Zuckerstangen, dann habe ich hier weißen Schnee auf grünem Hintergrund. Und ich habe hier noch einmal Merry Christmas. Ich mag die sehr gerne mit der Schrift. Ja, finde ich auch immer total schön. Hier ist auch eins mit Schrift. Das finde ich auch richtig süß. Hier steht Made with a Love. Das kann man dann auch schön mit dem Herz. Mit dem Herzchen. Wo sind die her? Die sind von Chibo. Die sind eh voll schön. Die zeige ich mal jetzt alle, die zugehören. Das sind nämlich 25 Stück, glaube ich, oder um die 20. Die gehören alle noch mit dazu. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Ja. Die hier noch? Ich kann gar nicht sagen, was ich da am schönsten finde. Die gehören alle zu den Chibo. Die schwarzen, glaube ich, auch. Chibo von diesem Jahr. Genau, und die hier sind das noch? Das glaube ich nicht. Ah, das nicht? Und die hier aber. Ja. Das sind die von Chibo von diesem Jahr. Ich mache einmal die Kamera ein bisschen runter, damit man sieht. Ja, da sind sie. Hier zum Beispiel steht Merry Christmas drauf, auch total schön, also als wäre das so handschriftlich. Dann hier verschiedene rote Muster, hier zum Beispiel auch noch mit roten Sternchen. Hier ist dann nochmal dieses Made with Love und nochmal kleine, nochmal so ein Zuckerstangenmuster. Hier zum Beispiel auch ein Rot noch schön dazu. Ja, ist das genau der, das ist genau auch der Ton, ne? Ah, wahrscheinlich ist das jeweils einmal abgesetzt. Dann ist Schwarz noch dabei. Ja, das kann man dann. Waren da noch Goldtöne bei? Bei dem Washi-Tape? Nee, ne? Sonst glaube, da war noch so eins dabei, aber das habe ich schon weitergegeben. Habe ich getauscht. Ah, stimmt, das Rot finde ich auch toll mit den Sternen. Dieses Muster, was so ein bisschen auch noch aus dem Washi-Tape rausläuft. Ja. Und das finde ich auch total süß hier mit den Sternchen in bunt. Und mir gefallen auch total gut diese Grüntöne. Das sind ja gerade so Sachen, die man schön so zu Weihnachten mitnehmen kann. Es ist nicht unbedingt ein Weihnachtsmuster hier oder auch dieses grün gestreifte, grün gepunktete, aber in Kombination mit diesem Weihnachtsbaum zum Beispiel sieht das dann echt schön aus. Kann man richtig schön untereinander kombinieren. Das sind also alles die Chibo von diesem Jahr. Die mache ich mir jetzt mal wieder einmal nach hinten. Und jetzt habe ich hier noch Chibo-Bänder vom letzten Jahr. Die sind von der Qualität nicht so besonders gut. Das hatte ich schon mal hier auch auf dem Kanal erzählt. Die kleben so besonders stark. Also wenn man die abzieht, manchmal klebt dann das Muster von da drunter hier dran fest. Jetzt zieht man es mit ab, das ist immer ein bisschen schade. Die von diesem Jahr sind auf jeden Fall besser, muss ich sagen. Also die sind von der Qualität jetzt... So, die sind jetzt von der Qualität auf jeden Fall besser geworden, aber die finde ich von den Mustern auch total schön. So. Also gerade hier diese mit den... Mit den Elchen. Genau. Mit den Rentieren sind das, glaube ich. Rentiere und hier Eulen und Füchse. Sind auch mehr so ein bisschen herbstlich noch. Das aber sind auch so ein paar... Ja, das ist schon winterlich und richtig weihnachtlich, die mit kleinen. Aber so die, auch die Pilze und so Füchse, total süß, finde ich so ein bisschen herbstlich eher noch. Aber auf jeden Fall richtig schön. Auch das Gestickte. Das gefällt mir auch. Das ist ja auch nochmal hier unten dabei, nur in einfarbig rot. Ja. Ja, das sind die, gehören auch zusammen. Weihnachtlichen. Gut, dann mache ich mal mit denen von Lidl weiter. Das ist kein richtiges Washi-Tape, das ist eher so Klebeband.
Die gab es dieses Jahr, letztes Jahr auch und ich glaube sogar das Jahr davor schon. Ich habe davon auch welche. Genau. Das sind einmal diese Glitzerbänder, die gibt es jedes Jahr. Hatten uns auch welche in die Kommentare einige genau. geschrieben, dass es die da im Moment genau. gibt. Das sind immer 8 Rollen für 1,59 Euro. Genau. Also wirklich ein super Preis. Hier sind noch welche. Es ist halt kein richtiges Washi-Tape, aber man kann damit auch super schön dekorieren. Die gehören auch dazu, oder? Die gehören auch dazu, ja. Ich war noch nicht. Hier ist noch eins. Das hat so ein bisschen Punkte. Und hier sind auch noch welche. Also das ist eine richtige Menge, die das ist. Das sind eben auch Schleifen, dann hier kleine Geschenke. Und ist ja natürlich auch ein super guter ja, Preis. Ja, das ist ein absolut super Preis. Ich habe lieber Washi-Tape, weil man das ja so schöner wieder abziehen kann, aber um mal was ja. zu dekorieren oder wenn man Geschenke einpackt. Ist das auch richtig schön. Total niedlich auch. Ja. Besonders dieses Glitzern, das hast du ja auch. Das mag ich auch sehr gerne. Das finde ich auch total schön. Ja. Dann auch das mit den Geschenken finde ich richtig, also mit den Geschenkschleifen finde ich richtig süß. Und ich glaube, irgendwo hatte ich auch noch eins, wo Merry Christmas drauf stand. Ich finde es gerade nicht. Aber das sind auf jeden Fall auch richtig schön. Hier sehe ich so eins. Nee, das nicht. Also auch eins von... Hier ist es. Okay. Hier ist es. Es hat sich versteckt. Das ist auch richtig süß. Da steht Bright and Merry drauf und dann Merry Christmas noch und Happy. Und dann sind da noch so kleine Pferdchen drauf und auch Handschuhe. Sehe ich gerade auch nicht, aber die sind auf jeden Fall auch dabei. Und kleine Sterne. Das ist auch auf jeden Fall... Das ist so mein Liebstes von denen. Okay, dann haben wir noch beide dieses hier. Mhm. Ne? Da habe ich 2 Pakete von und du 4, glaube ich, noch mehr. Die hattest du uns aus so einem Sonderverkauf mitgebracht. Nee, ne? Das war vom SB. Das ist ein Großhandel. Ach so, ja. Weil die waren da im Angebot. Auf jeden Fall habe ich mir die von Eva mitbringen lassen von dort. Ich weiß gar nicht, wo es die gab, aber die beiden habe ich und du hast, glaube ich. Ach, das sind alles die, oder? Das sind die alle, ja. Das ist ja auch total süß, dieses karierte. Ja. Das ist so ein Großhandel, wo man nur mit Ausweis einkaufen darf und wo dann die Mehrwertsteuer nachher erst auf den Preis draufgeschlagen wird. Das ist auch schön. Die Sachen sind ohne Mehrwertsteuer ausgezeichnet. Das ist von Rico Designs, das habe ich einzeln gekauft. Ach so. Das war auch relativ teuer, da hat die Rolle, glaube ich, 1,50 gekostet. Aber diese finde ich eben auch, das ist zum Beispiel so eins mit Eulen dabei oder hier unten, das finde ich auch so süß, da sitzen der Nikolaus, ein Engelchen und ja, das mag ich auch total gerne. Und die sieht man so von hinten, wie die da sitzen. Ja. Bei dem roten, also die waren immer so farblich sortiert, das war einmal der blaue Pack, dann der blau silberne. Blau mit Silber kombiniert war das. Aber es gab auch noch mal einen, der war nur Silber. Das habe ich aber nicht, glaube ich. Ich hatte Gold und dieses hier, die gehörten zusammen. Ja. Auf jeden Fall gab es noch rot und es kann auch sein, dass es ein bunter war. Ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Ich dachte jetzt Gold, Silber, Rot und Blau, aber ich glaube, es war ein bunter noch. Bei dem roten war hier noch dieses Merry Christmas und das hier finde ich auch ganz süß. Auch süß, ja. Ja, das passt so zu dem da hinten. Ach, und jetzt habe ich noch ein richtig süßes entdeckt. Ja, genau, das war nämlich in dem bunten Paket. Da war auch dieses hier dabei, das mag ich auch total gerne. Das hätte ich auch gerne. Ja, die waren leider dann, als ich dann nochmal da war, waren die leider weg. Dieses hier ist auch süß. Da sind eben so ganz verschiedene kleine Nikoläuse drauf. Die machen auch ein Konzert, ne? Genau, die machen Musik. Einer hält eine Kerze fest. Ich versuche es mal gerade wieder drauf zu bekommen. Was habe ich denn noch Schönes? Dieses hier ist auch nicht aus der Reihe, das ist von DM. Okay. Das hat auch ein bisschen... War das auch einzeln oder gehört das? Nee, das gehörten noch Sachen dazu, aber das war eigentlich kein Weihnachtspaket. Okay. Da waren noch Äpfel dabei, das war eher so ein bisschen herbstlich. Ach ja, stimmt, das hatte ich auch gesehen mit grünen, ne? Genau, das war so bunt kombiniert. Aber dieses hier finde ich auch richtig weihnachtlich. Das gehört auch zu den Weihnachts-Washi-Tapes dazu, finde ich. Ich finde auch hier diese kleinen sehr süß mit den Sternen. Ich versuche die einmal. Ich habe ja auch hier alle von Chibo und so. Und hier, das sind ganz viele ganz schmale. Und da kann man ganz toll für Weihnachten dann... Auch nur so Ränder dekorieren oder so. Genau, hier sind die auch nochmal, die silbernen dann mit... Oder hier diese kleinen, die ich auch habe. Mm. Also diese ganz schmalen, das finde ich gerade auch, wenn man auf einer Karte dann so einen ganz kleinen schmalen Rand oder so macht. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, wir sind so durch. Genau. Es ist eine ganze Menge. Dieses hier mag ich auch sehr, sehr gerne. Wollen wir vielleicht noch sagen, welches unser absolut
wollte ich gerade auch sagen. Ich kann mich zwar noch nicht richtig entscheiden, aber... Oder sagen wir, jeder darf drei Lieblings? Jeder darf drei, würde ich auch sagen. Deswegen, ich habe das hier schon mal auf der Hand, das mag ich sehr gerne. Das Weiße mit den goldenen Sternen. Ich mag das hier total gerne. Ja, das wollte ich auch schon nehmen, aber dann lasse ich es dir. dann nehme ich dieses hier noch, dieses von Lidl, mit dem schönen Merry Christmas. Ich mag auch dieses Schwarze hier gerne, wo so Holidays, Happy Holidays draufsteht. Es ist mir ein bisschen zu dunkel. Ja, das sind jetzt beides relativ dunkle. Ja. Aber ich mag natürlich auch total gerne hier diese, wo zum Beispiel so Schneemänner oder so drauf sind. Die finde ich auch süß. Aber wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden muss... Ich glaube, ich würde diese drei hier sagen. Die finde ich sehr schön. Ich finde das mit den Eulen und auch noch so schön. Ja, die sind auch richtig putzig. Ja, ich glaube, ich würde dann diese drei. Ja. Ja, drei ganz unterschiedliche. Vielleicht habt ihr Lust, in die Kommentare zu schreiben, welches euer Lieblings-Washi-Tape ist. Vielleicht von uns oder vielleicht habt ihr auch euer eigenes Washi-Tape, wo eure Lieblingssorte mit dabei ist. Obwohl, wenn ich eins von deinen sagen würde, würde ich noch das nehmen. Das finde ich auch richtig, richtig niedlich. Ja. Also gerne einfach unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch unsere Sammlung gefällt, wenn ihr was dazu zu sagen habt, schreibt es, gebt uns einen Daumen nach oben. Genau. Sonst schaut auch unsere anderen Videos. Wir haben auch schon wieder einiges gebastelt, wo Washi-Tape drin vorkommt. Und auch schon ganz viele verschiedene Weihnachtssachen. Vielleicht habt ihr auch Lust, uns ein Foto von eurer Washi-Tape-Sammlung bei Instagram zu schicken oder mal bei Facebook bei uns vorbeizuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.